Willkommen, ich öffne jetzt eine Belohnungsseite, die Seite 2 mit den unsterblichen Zeus. Da habe ich jetzt nämlich wieder ein paar Battlesterne. Dabei sind natürlich ein paar andere Goodies, wie zum Beispiel hier der Brandungshammer von Poseidon, von unserem Schlürf Poseidon. Der Brandungsdreizack. Ja, der ist jetzt freigeschaltet, okay, habe ich. Nehme ich noch die Lackierung auch vom Poseidon, vom orangen Poseidon. Magma, mehr. Magma, mehr. Oh, schwieriges Wort. Die Lackierung, ja. Das ist die von dem Meereskönig-Set. Passt da natürlich. Sieht ganz witzig aus. Ich finde sie gut. Also, wenn ich den dann spiele, dann werde ich den auch ausstatten damit. Jetzt habe ich noch einen Kondensstreifen, Sternenflug. Das ist von der Jagdkönigin Artemis. Und was heißt es dazu? Steige bei Mondschein hinab. Alles klar. Dann noch ein paar hundert V-Bucks. Gib her. Nehme ich. Die wertvolle Währung. Tatsächlich. Und jetzt kommt aber das Objekt der Begierde. Unsterbliche Zeus. Und das ist jetzt der kampferprobte Anführer der Götter, wie auch vorher. Und bekommt natürlich auch gleich ein kleines Banner immer dazu. Jetzt, ja, ich finde den sehr, sehr elegant im Weiß. Weiß-Gold. Also, und dann aber das Wilde noch, ne? Das bleibt bei. Nicht schlecht gemacht. Ich habe ein bisschen Gameplay hinten dran getan, damit man weiß, wie der sich spielt, wie der sich macht. Zwei Matches habe ich bestritten. Beide sehr erfolgreich, muss ich dazu sagen. Und ja, ich wollte eigentlich nur die Matchaufgaben machen und dann habe ich weitergespielt und dann bin ich auch ein bisschen weiter gekommen. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt mein Emote gemacht, ne? Auf den Tennis-Court und da rennt mir auch einer über den Weg. Hier so ein Avatar-Mang, die erweiterte Version, also der hat seinen Elementenpass auch schon geöffnet, den erweiterten Weg, der hat bezahlt. An den schleiche ich mich ran. Er kommt da prompt raus. Ich weiß nicht, ob er mich bemerkt hat oder so, aber ja, gut. Ja, ganz wild rumgehopst, ganz aufgeregt. Ja, und jetzt ist das schon das Finale des ersten Matches, ne? Banane essen, Vorbereitung, Luftbändigung und los. Endgegner gesucht. Wo ist er? Irgendwo hier muss er sein. Der steckt irgendwo hier. Da hopst du rum. Aber nicht schlecht. Und habt ihr gesehen, jetzt habe ich mal richtig gewirbelt, durch die Luft gewirbelt. Habe ich sonst immer nicht geschafft mit der Luftbändigung. Ich habe mich mal gefragt, wie das geht, wie ich Gegner wirbeln kann. Aber das funktioniert. Da springt der. Okay, ich steig ab vom Wirbel und peng, nimm meine Pumpgun und gehe in den Nahkampf. Erfolgreich in den Nahkampf. Hui, zwei Aspekte der Götter hat der gehabt. Und zwar meinen eigenen, den Zeus. Also, ja gut, also ich habe nicht viel Eliminierung, ne, glatte 2, aber was soll's, ich habe es geschafft. So, Spiel 2, auch hier einfach nur Grand Glacier besuchen und einen Gegner erledigen, ja, kriegt man hin, so, einfach mal so, ne, zum Fun. Ich habe auch schon meinen ersten Gegner gesehen da unten, der ist sehr auffällig, sehr laut gewesen. Ja, mit der Knarre treffe ich auch nie. Ich lasse das dann immer sein. So, und da werde ich aber schon beschossen. Da ist noch ein zweiter da. Mal gucken, wo der hin will, wo der hingeht. Okay. Ich gehe mal in die Offensive so ein bisschen. Ich verwirre den mal ein bisschen. Laut die Tür aufstoßen. Aber nicht wirklich durchgehen. Da kommt er. Ja. Zack. Nick, du bist jetzt gleich Rock the Cat. Ja, husch, die Katze. Platt gemacht. So, wo ist der Nächste? Da hinten. Sloane. Sloane, komm her. Ja, die rennen doch nicht weg. Das bringt ja doch nichts. Komm, du bist gegrillt. Ja, ich bin gerade im Feuermodus. Zeus Feuermodus. Und boah, das war der Finishing Move. Das kann man mit dem Feuer auch machen. Das machst du dann mit der Zielen-Taste. Da, guck mal, da versteckt sich einer, der hinterhältig. Nee, lässt seinen Helfer da oben rumlaufen, versteckt sich auf dem Klo, ey. Das haben die in der Schule auch schon so gemacht. Anonym. Mhm. Die anonyme Fraktion. Waren ja beide. Sloane war auch anonym unterwegs.
Ich lieb sie ja, die Anonymen. Wer ist da hinten? Auch mit einem Helfer unterwegs. Zeit der Helfer. Oh, der will bestimmt an die Truhe hier ran. An die göttliche. Ja, hab ich doch gesagt. Ne? Überraschung. Jep. Jawoll. So. Du bist meiner. Die fünfte Eliminierung mittlerweile schon. Als Kronenträger von dem Sieg, den Match davor, habe ich ja noch die Krone. Und ja, nicht schlecht. Herr Specht, da ist mein Endgegner. Wir sind nur noch zu zweit. Ja. Und der will flüchten. Halt. Mit der Luft. Ah, und meine Luft kann ich nicht benutzen. Die ist noch blockiert. Die lädt sich noch auf. 3 Sekunden, 2. Bringt jetzt auch nichts mehr, oder? Doch, naja, gut, okay. Ja, gleich wieder runter. Oh, das war ein Glück. Er hat mich nicht getroffen. Gebe ich ihm noch was nach? Tschakka. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber ein königlich epischer Sieg. Zeus, du bist nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, Hut ab. Ah, sieht toll aus, der Charakter. Wenn er dann mit seinen Blitzen fährt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Das waren jetzt so die Impressionen vom Zeus-Charakter. Ich denke, das ist das letzte Video für heute. Wünsche euch was. Schönen Abend. Bis dann. Ciao.